Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Heute bin ich im Erlebnispark Weindom im steirischen Gesäuse. Welche Motive ich hier finde, das seht ihr in Kürze. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier mein erstes Motiv gefunden. Hier seht ihr diese wunderbare Brücke, die über diesen Fluss führt und da hinten dieses Gebirge, was wunderbar herausragt. Ich werde natürlich sehr weitwinklig sein. Dann werde ich auch einen Polfilter verwenden, damit ich mehr Farbe praktisch ins Wasser bringe, also mehr Kontraste und auch einen ND-Filter, wahrscheinlich einen ND64-Filter, um das Wasser einigermaßen glatt zu zeigen. No Jetzt werde ich hier mein nächstes Bild machen. Ich habe hier diese Brücke im Fokus. Hier stehen leider noch ein paar Personen oben, aber ich hoffe, mit einer langen Belichtung kann ich diese Personen unsichtbar machen. Ich werde jetzt hier im Endeffekt diese Brückenpfeiler, die aus Holz sind, diese Brückenständer hier abbilden und die Brücke und so Bär hinüber fotografieren und hoffen, dass mit einer geschlossenen Blende und mit einem ND-Filter das Wasser einen zeitigen Glanz bekommt. Schauen wir es uns einmal an. Ja, 10 Sekunden Belichtungszeit bei Blende 13. Ich werde hier etwas die Belichtungskorrektur noch einstellen. Diesen Stein möchte ich im Vordergrund halten und go! Jetzt habe ich hier eine Perspektive gewählt. Von unten diese Blumen im Vordergrund, diese Sumpfdotterblumen, glaube ich, sehen Sie es. Blende 11, 15 Sekunden, go! Was ich euch schon öfters erzählt habe, was sich auf jeden Fall immer auszahlt, ist, die Perspektive zu wechseln. Das heißt, entweder das Stativ einmal hochzustellen oder so wie jetzt etwas von unten. Wenn man von unten nach oben fotografiert, bekommt man nämlich ganz eine andere Perspektive, als wenn man von oben nach unten fotografiert oder auf gleicher Höhe fotografiert. Was besser gefällt, das ist Geschmackssache. Man sieht es ja dann am Rechner zu Hause, welche Perspektive, welcher Bildausschnitt, aber auch welche Brennweite geeigneter war für ein Foto. Oft so wie heute, wo es zum Teil heiß ist und die Witterungsbedingungen nicht so herrlich sind, dass man das immer am Display betrachten kann oder durch den Sucher, muss man doch hin und wieder etwas mit Glück fotografieren und dann sieht man eben erst zu Hause, wie das Bildergebnis ist. Aber einigermaßen kann man sich doch vorbereiten, das heißt, die Motivwahl kann man natürlich vorbereiten, dann wird es auch funktionieren. Jetzt da hinten ist der Admonter Reichenstein, den werde ich jetzt festhalten mit meiner Kamera. Hier gibt es diese Brücke, die über den Fluss geht, die werde ich in der Mitte platzieren. Der Vordergrund muss dieses Grünzeug sein und jetzt werde ich die Aufnahme machen.
Es ist hellster Sonnenschein, es ist ungefähr 2:30, aber die Sonne, die geht mir richtig entgegen. Aber da hinten wird schon sehr, sehr düster beim Reichenstein und den werde ich jetzt ablichten. Blende 16. Sehr düster, schauen wir mal und go! Nachdem diese Langzeitbelichtung jetzt läuft, werde ich danach nicht nur eine waagrechte Aufnahme machen, eine Querformataufnahme, sondern auch eine Hochformataufnahme. Wenn Brücken im Spiel sind, wirkt manchmal eine Hochformataufnahme auch. Besser ist aber, ihr macht einige Bilder und am Rechner zu Hause könnt ihr dann entscheiden, was wirklich der bessere Output war. Aber natürlich, so wie immer, ist alles Geschmackssache. Natürlich ist dieser Sonnenschein und diese harten Schatten sind nie gut, aber vielleicht wirkt das irgendwie dramatisch. Ja, ich denke, so im Hochformat sieht das auch geil aus. Etwas unterbelichten mit der Belichtungskorrektur. Man muss natürlich trachten, dass alles hier in der Mitte ist, wenn ihr so einen Steg, eine Brücke ablichtet. Und Blende 16, 0,8 Sekunden Go. Zufrieden bin ich mit meiner Fotoausbeute ganz und gar nicht. Ich werde jetzt weiter rauffahren nach Jonsbach und hoffe, dass ich doch hier das ein oder das andere gute Motiv noch einfangen kann. Die Lichtstimmung ist jetzt etwas besser geworden. Ich war ja wieder zu mittags unterwegs, ja, wie es eben so spielt. Man kann sich die Zeit nicht immer aussuchen und ganz in der Früh hat es fürchterlich geregnet. Darum bin ich eben um die Mittagszeit losgefahren. Jetzt werde ich hier rauffahren nach Jonsbach und ich hoffe, dass ich doch den einen oder den anderen Spot noch finde und ich möchte vermeiden, was ich sonst immer mache, dass ich immer wieder die gleichen Spots aufsuche. Aber das ist manchmal so. Aber vielleicht habe ich Glück. Weil ich mich eben im Gesäuse nicht auskenne, ist gerade das passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Ich bin wieder an einem Punkt angelangt, wo ich schon öfters war. Da habe ich schon ein paar Videos gemacht, sogar zumindest Teile davon. Und hier bin ich wieder gelandet. Dieser Spot wird aber jetzt nur der Ausweg sein für mich, wenn ich nämlich da unten nicht fündig werde. Da unten habe ich nämlich einen Bachlauf gesehen, ein reißender Bach, aber der Jonsbach nehme ich an, natürlich, wenn ich Richtung Jonsbach fahre. Ich weiß nicht, ob ich da runterkomme, aber da möchte ich runtersteigen und ich liebe Bachläufe und den werde ich dort unten ablichten und nicht da oben wie sonst. Es ist unglaublich hier, wie reißerisch dieser Jonsbach ist. Ich habe jetzt ein paar Bilder gemacht, ich bin nicht ganz zufrieden. Es ist das Foto, also das Wow-Bild noch nicht dabei, aber ich gebe nicht auf. Vielleicht gibt es das ein oder das andere Portfolio-Bild dann. Bis jetzt schaut es nicht so aus, aber man darf nie negativ denken, immer positiv sein. Man ist ja in der freien Natur. Und eins möchte ich auch sagen. Ich habe in letzter Zeit bemerkt, nicht zuletzt wegen Corona, es gibt nun auch wirklich, habe ich gemerkt, Homeoffice-YouTuber. Das ist unglaublich. Die sitzen nur mehr zu Hause, gehen nie mehr raus. Auch eine Möglichkeit. Ich liebe es aber, in der Natur zu sein. Darum werde ich weiterhin auf Touren gehen. You there, oh, oh.
Ich werde mich nun auf diesem Wege von euch verabschieden. Ich werde in ein Restaurant einkehren und dann die Heimreise antreten. Ich hoffe, es war das eine oder andere Motiv dabei, das euch gefallen hat. Und vielleicht hat das Video auch motiviert zum Rausgehen, dass ihr kein Homeoffice-Fotograf werdet. Ich wünsche euch auf diesem Wege gut Licht, passt gut auf euch auf. Ciao, Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Drown too deep. No.